Räusper, Räusper, die Räusper. Der kommt ja immer Knäusper. Ja, so ähnlich ungefähr. Ich wollte eigentlich gar nicht so schnell wieder eine... Ich bin so dunkel. So schnell wieder eine News-Folge machen. Aber es gibt so viel zu berichten, dass ich dann doch wieder eine machen muss. Also, anschnallen. Los geht's. Punkt Nummer 1 ist, ihr werdet es wahrscheinlich nicht nur sehen, sondern ihr werdet es wahrscheinlich auch hören. Denn der Ton hat sich verändert bei meinen Videos. Da haben mich auch einige schon angesprochen und haben gesagt, hör mal, dein Ton ist so leise in letzter Zeit. Ja, ich habe den Ton ein wenig verändert. Das Problem liegt aber nicht bei mir oder an YouTube oder am Ton selber, sondern das Problem liegt an den DSLR-Kameras selber. Die haben nämlich ein gewisses Grundrauschen, das super nervig ist. Und ich habe normalerweise immer mit den Automatikeinstellungen gefilmt. Dann ist der Ton zwar immer supi, so wie man ihn gerne hätte und auch braucht. Problem ist, es gibt immer so ein gewisses großes Grundrauschen. Und alle Kopfhörer-Fetischisten, die haben mir dann auch schon mal geschrieben, haben gesagt, deine Videos rauschen so. Das machen sie jetzt nicht mehr. Mit dem Nachteil, oder beziehungsweise da arbeite ich noch gerade dran, dass die Videos jetzt gerade ein wenig leiser sind. Aber das Rauschen dann weg ist. Problematik an der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt so wie hier zu euch spreche in die Kamera ganz alleine vor mich hin in mein tolles Richtmikrofon, dann ist das ganz schick, aber ja, kommt auch gut an. Aber ist doof, wenn ich vlogge, wo wie ich beim Onkel Phil war, da war das dann so semi, weil wenn die Kamera dann weggerichtet ist oder nur den so einen gewissen Pegel aufnimmt, dann war der Philipp leider sehr leise in dem Video. Deswegen werde ich es wahrscheinlich so machen, dass wenn ich ja irgendwelche Vlogs mache oder zu zweit filme oder sonst was, werde ich das in den Automatikeinstellungen machen. Das heißt, dann wird das Video zwar hier ein bisschen lauter, aber es könnte sein, dass es hin und wieder mal bei irgendwelchen Sprech- oder sonstigen Pausen dann mal wieder ein bisschen rauscht. Ja, sorry dafür, ging leider nicht anders. Ich habe es versucht, in den Einstellungen, in den Schnittprogramm noch mal so ein bisschen zu beheben, ging leider nicht anders besser. Habe mich selber angekotzt, aber jetzt weiß ich ja so ungefähr, wo der Fehler ist. Und jetzt, wenn ich dann alleine filme, für mich, für euch in diese Kamera und in das Mikro spreche, dann werde ich diesen normalen Modus machen, der dann zwar ein bisschen leiser ist, aber dafür rauschfreier, also sprich kopfhörerfreundlicher. Und wenn ich dann mit mehreren zusammen irgendwas mache, dann werde ich dann wieder diesen Automatikmodus erstmal wählen. Mal gucken, bis ich das wieder so technisch so rausgefunden habe, dass es wieder funktioniert. Ja, und dann apropos Philipp, beziehungsweise Onkel Phil, den ja auch einige danach abonniert haben, nachdem ich das Video rausgebracht habe mit diesem Mostly Printed CNC-Fräse oder so. Und ich muss jetzt sagen, mein Level in Bezug auf CNC ist so groß, dass er locker durch dieses Schlüsselloch passt. Denn ich habe nämlich so gar keine Ahnung von CNC. Dann habe ich an den Philipp kennengelernt und habe mir gedacht, alter Verwalter, scheiße ist das Keil, Kylie, ist das geil, das muss ich auch haben, ich habe aber so gar keine Ahnung und der Philipp meinte, er ist auch so schlau wie ein Toastbrot, hat auch einen Bart und sagt, er hat es geschissen gekriegt, also werde ich es auch geschissen kriegen und da habe ich gedacht, gut, das reicht mir, hast mich angefixt und ich werde mir also auch eine CNC anlegen mit ihm zusammen und dann haben wir überlegt, machen wir ein oder andere Projekt zusammen und dann haben wir gesagt, nee, das klappt gar nicht, eine oder zwei Projekte nur. Also entweder machen wir gar nichts oder wir machen alles. Und dann haben wir gesagt, ein Bad, noch ein Bad, gleich Weltherrschaft. Und wir werden die Weltherrschaft machen. Also wird es in nächster Zeit ein paar Videos mit uns zusammen geben, uns beiden Hübschen. Und wir werden ganz viel ordentlichen Blödsinn verzapfen. Und dann wird es wahrscheinlich auf diesem Kanal hier auch. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, ich bin absoluter CNC-Nubi, wird es ein bisschen CNC-Content geben. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr mal in die Kommentare kritzeln, ob ihr das auch oder ob ihr euch da auch für interessiert. Würde mich ja auch mal interessieren, wie viel Vollpfosten wie mich es da auch gibt, die da aber trotzdem Bock drauf hätten. Also wir fangen bei dezenten Null an und arbeiten es dann hoch, bis wir dann irgendwann mal was ganz Schickes aus CNC fräsen können. Und wenn es am Schlüssel lange ist, ich weiß auch nicht. Also Weltherrschaft ist coming. Phil, du weißt Bescheid. Nee, also, dann noch eine Vorschau auf kommende Projekte. Die habe ich nämlich auch noch. Und zwar geht es, in Instagram hatte ich ja schon mal Bild gepostet, um Lötkolben. Sowas hier. Lötkolben mit oben was drauf. Und zwar sowas hier. Sowas. Ja, ich gucke mal, ob ich das näher zeigen kann. Dass er das auch scharf stellt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, weil meine Rübe im Weg ist. Sowas oben drauf. Und damit kann man dann so schicke Sachen machen wie sowas. Da habe ich nämlich mal so ein Teststück gemacht. Es geht also eindeutig um Brandeisen. Da werde ich jetzt als nächstes ein Video zu machen. Und zwar Brandeisen in Bezug auf selber machen. Ist das günstiger oder doch besser kaufen?
Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Und ja, dass man damit geile Klamotten machen kann, das seht ihr ja selber hier in dem Ganzen. Also wird es jetzt demnächst nochmal so ein Brandkolben. Kann man auch übrigens Steaks und Burger mit, also hier Burger Buns mit branden. Sehr geil. Ein Thema, was mich sehr lange beschäftigt hat. Aber das kommt dann in diesem Video dann darüber. Das bringt mich dann gleich auch zum nächsten Thema. Und zwar die Amazon-Wunschliste, die mich jetzt auch in arge Bedrängnis schafft, so halbwegs. Also erstmal mega geil. Ich habe, na, die habe ich selber gekauft. Moment mal. Ich zwinge hier. Die brauche ich auch noch. Ich habe hier so einen ganzen Korb voll von euch von Amazon-Wunschliste bekommen. Und daraufhin habe ich ja, nicht nur daraufhin, sondern davor habe ich ja auch gesagt, jeder, der mir was von der Wunschliste sponsort, der kriegt da was zurückgesponsert. Dafür sind unter anderem auch diese Bretter da. Die sind jetzt noch lang und hässlich zuständig für. Und dafür ist auch der Onkel hier, was ich ja in dem letzten Paket ausgepackt hatte, auch für zuständig. Es gibt nämlich schöne personalisierte Weihnachtsgeschenke für die allejenigen, die mir was haben zukommen lassen. Ich werde das jetzt nicht alles auspacken, also alles vorstellen, das mache ich irgendwie, ich weiß noch nicht, mache ich mal separat. Mein Problem an der ganzen Geschichte ist noch, Weihnachten rückt jetzt sowas mit großen Schritten sowas von näher. Ich habe aber noch keine Absaugung, immer noch nicht. Ich habe zwar auch über der, von der Amazon-Wunschliste schon mal einen schönen Eimer gekriegt. Den Zyklon habe ich bestellt, der ja oben drauf kommt. Der kommt aber erst am Mittwoch oder so. Total nervy, bärfy. Deswegen werde ich wahrscheinlich, aber ich muss vorher schon sägen, sonst, weil ich Mittwoch noch wieder weg muss. Aber ich werde mir irgendwie behelfen. Und alle, Moment mal, ich muss mal eben mal ein Dokument hier aufmachen. Mir fehlen nämlich noch, glaube ich, ein, zwei Adressen. Glaube ich, zumindest. Zumindest, der ich weiß, die, ja dann auch, damit ich ihnen das auch zuschicken kann. Also, Roddy Peters habe ich. Jürgen Postel habe ich auch. Karl-Heinz Nüchter habe ich. Florian Speckerhöflich habe ich. Dann habe ich den Stefan Pesendörfer. Pesendorfer. Hendrik Querdel. Thorsten Schreiner, Torti. Deine Adresse habe ich nicht. Bitte melden nochmal. Also, ich habe dir jetzt zwar schon mal Aufkleber geschickt, aber melde dich nochmal. Deine Adresse brauche ich auf jeden Fall. Niklas Erkrath, Florian Specker, Benjamin Weirich und Lukas. Ne, den habe ich auch schon. Genau. Alle, die ich jetzt nicht genannt habe, die mir aber trotzdem was haben zukommen lassen, schreibt mir per Instagram, YouTube, Messenger, E-Mail, whatever, noch eure Adresse, damit ich euch noch mit in diese Liste aufnehmen kann, damit ich auch euch noch das Geschenkpaket zukommen lassen. Es wird also, wie gesagt, unter anderem aus diesen Brettern bestehen. Also, das kommt auch als nächstes Video, dann danach, nach diesem Video hier, da wird es dann diese Weihnachtsgeschenke Aktion geben, was alles in dieses Paket da reingehört. Das wird, wie gesagt, wird personalisiert und es wird sowas von geil. Ja, und danach wird es dann auch wieder weitergehen, irgendwie mal mit der Werkstatt. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal diese Projekte vorziehen, weil Weihnachten mir einfach zu sehr im Nacken hängt. Mit der Wand weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich lasse das erstmal so wichtig, dass ich meine Absaugung jetzt hier an den Backen kriege. Aber kriege ich erst hin, wenn ich die Teile dafür habe, damit ich jetzt endlich auch sägen kann. Weil sägen muss ich auf jeden Fall. Und dann können wir hier auch mal mit der Werkstatt noch wieder weitermachen, damit das hier endlich mal zurande geht. Und dann, wie gesagt, plane ich das nächste alles mit dem Onkel Phil zusammen. Da wird es, wie gesagt, ich weiß nicht, wie schnell das mit der C&C das alles klappen wird, aber naja, läuft ja nichts weg und das neue Jahr steht ja ganz kurz vor der Tür und ist dann auch noch ganz lang, also von daher kriegen wir das mit Sicherheit irgendwie gebacken. Ja, damit wäre ich dann mit den heutigen News erstmal so durch. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder sonst was, irgendwas rumzuholen habt oder sonst was, ihr kennt das, nutzt die Kommentarsektion. Und jetzt habe ich sogar noch, man glaubt es kaum, ich habe noch einen kleinen Outtake für euch. Los geht's. Hey. Immer dann, wenn man Video machen will. Fahrstuhlmusik. Yeah.